Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Minecraft Revolution. Und als ich gerade hier diesen wunderschönen Weg fotografieren wollte, ist mir aufgefallen, dass hier ein Lichtbug ist. Okay, aber das ist mir nicht aufgefallen, sondern dass es hier vorne gebrannt hat. Und was hat hier gebrannt? Das Ding hier hat gebrannt. Warum hat das gebrannt? Hä? Was mache ich falsch mit den Dingern, dass mir das immer wieder wegfackelt? Oder hat das hier gebrannt wegen dem und hat dann das Ding hier abgefackelt? Das könnte sein, aber jetzt ist es eigentlich weit genug weg, oder? Wir machen hier mal einen Wassergraben drum, um sowas in Zukunft auszuschließen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber könnte. So. Dann haben wir auch hier eine unendliche Wasserquelle, wenn wir es richtig anstellen. So. 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 Genau. Meine Güte. Jetzt fackelt mir hier das ganze Ding ab. Also ich hoffe wirklich, dass es das ist und dass es nicht irgendwas anderes ist. Wobei, wenn die Leitungen überlastet wären, dann wären ja nur die Leitungen weg. Das habe ich ja schon gesehen. Und wahrscheinlich wäre auch der Transformator da vorne explodiert. Von dem her dürfte es nicht daran gelegen haben. So, so. So. Na genau, und der muss zu 11V. So. Und jetzt bekommt er hier wieder ordentlich. Weil er bekommt ja jetzt hier von dem Speicher, von den Windrädern, bekommt er hier einen richtigen Energieboost. Und es explodiert nichts. Deshalb, ich gehe davon aus, dass es nur er hier war, der hier diesen Grasblock angezündet hat, weil wir hier den Cobblestone weggemacht haben und dadurch ist das hier abgefackelt. Ich denke, es ist so und ich hoffe auch irgendwo, es ist so. So. Wir haben das letzte Mal aufgehört. Hier hinten bei unserer Ziegelei. Und zwar würde ich gerne, haben wir eine, ja, ich habe sogar die Lumberex dabei, sehr schön. Ach ja, die hier mit diesen wunderschönen Bäumen nicht funktioniert. Auch okay. Wir müssen hier Strom hinlegen. Das ist wohl doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Okay, das ist eine Botania-Blume, die nehmen wir mit. So. Den Baum weg. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wow. Was war denn das? Ein Dye-Baum. Ach, das ist irgendein Komati-Craft-Set. War mit. Wow. Okay. Krass. Mit der Mod müssen wir auch unbedingt mal was machen. Aber erstmal. Ist das hier, wo der Baum stand? Damit es hier schön eine Linie hat. Ja, es ist da, wo der Baum stand. Und von da aus, dann da hoch, ne? Ja. Von da aus, hier hoch, hier vielleicht noch ein Strommast hin, dann Strommast. Vielleicht reicht sogar einer. Und hier dann quasi, ist das da? Hier hoch, hier, genau, das ist da. So, zack. Und
Da muss dann wieder so eine Anschlussstelle hin und dafür nehmen wir einfach wieder so einen billigen LV-Kapazitor. Ich hoffe, das funktioniert mit denen auch alles. Okay, irgendwas leuchtet. Ich muss auch zugeben, dass ich mit diesen ganzen Stromleitungen aus Immersive Engineering hier auch vorher noch nie was gemacht habe. Also ich habe inzwischen einigermaßen verstanden, wie es funktioniert, aber auch nicht vollständig. Vielleicht macht es ja sogar Sinn, irgendwie hier mit MV hinzugehen und hier einen Transformator nochmal zu setzen oder so. Wobei wir da drinnen echt nicht viel Strom verbrauchen werden. Das wäre wahrscheinlich Verschwendung. So, blau geht's rein, orange geht's raus, blau geht's rein, hier brauchen wir nichts, orange geht's raus, hier brauchen wir nichts, okay. Ja, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Die Dinger, die craften wir wann anders, wenn wir auch die Geräte dafür haben. Aber zumindest ist das soweit schon mal vorbereitet. Das finde ich gut. Sehr gut sogar. So. Jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Wir müssen eigentlich unbedingt mal mit Rotary Craft weitermachen, damit wir endlich an unsere Pickaxe kommen. Und zwar brauchen wir da ja Ethanol Crystals und dafür brauchen wir Sugar. Und hier unten haben wir ja Sugarcane angebaut. Die ernten wir jetzt mal ab. Oh, ein Elektromagnet wäre cool. Schauen wir mal, was der kostet. Ore Magnet, das ist auch nice. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte hier den Ender-Ohm-Magneten. Electrical Steel. Okay. Zircon, Conductive Iron. Okay. Vibrant Crystal. Ja, ein Emerald und Vibrant Ingots. Ja, es geht eigentlich. Bei Gelegenheit machen wir uns mal einen Magneten. Fermenter. Er arbeitet. So, schauen wir mal. Ethanol Crystals machen wir mit den Dingern und die Dinger hier machen wir aus Biozeug und dem da. Okay. Biozeug heißt quasi auch das hier. Gut. Seeds brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Wobei Seeds auch als Biozeug gelten, ne? Warum denn nur das eine verbrennen, wenn ich auch das andere verbrennen kann? Ich würde fast sagen sogar, wir schwenken jetzt mal um auf Ethanolkristallproduktion. Seeds? Nein. Wheat? Nein. Ach komm, ernsthaft? Karotten vielleicht? Also Potatoes habe ich ja gesehen. Vielleicht sind es Karotten, die auch gehen. Schauen wir mal. Kommt schon. Ach kommt schon. Das gibt's doch nicht. Was mache ich hier falsch? Da kann man doch so ungefähr alles reinpacken. Allerlei Saplings, Blumen. Ja. Verschiedene Blumen, verschiedene Botania-Sachen. Hier geht auch alles rein. Jetzt gehen ausgerechnet die Sachen, die ich hier habe, nicht rein, oder? Ups, schlafen. Gibt's ja nicht. Okay, dann holen wir uns eine Schere und schneiden uns halt ein bisschen Laub von den Bäumen. Vielleicht habe ich sogar noch eine Schere, ja.
So. Dann schneiden wir uns hier ein bisschen Laub weg. Erstmal reichen sogar drei zum Testen, weil vielleicht ist es irgendwie was anderes. Ne, es geht okay. Gut, dann schneiden wir uns mal den Baum da unten noch weg. Würde ich sagen. Den Rest holzen wir ab. Was natürlich auch wieder nur so halb geht, weil aus irgendeinem Grund die Lumber-Axt diese Baumart nicht erkennt. So. Und noch ein paar Leaves. Ach man, bekommt da mehr pro Jest oder wie? Wir haben 6, 8. Ah. Ja, das ist super. Dann der hier ist wahrscheinlich schon wieder abgekühlt. Genau. Dann werfen wir das mal in den Alloy Furnace. Einfach weil der schneller ist. Vor allem mit dem Teil hier. So, und schon haben wir Ethanol. Crystals. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange die halten. Was brauchen wir nochmal für die Turbine hier? Weil ich will keine Energie verschwenden. Wir brauchen dafür dieses komische Inductive Ingot. Und dafür brauchen wir das. Und das ist nur Gold Dust und Redstone Dust. Gold. Dust kann ich mir sicher hier drin machen. So und so. Ach, Quatsch, hier drin. Einmal das Ding hier umgelegt. Genau, Pulverized Gold. Und davon brauche ich für drei Turbinen, brauche ich davon 3, 6, 9. Also machen wir 10 Ingots. 10. Okay, das ergibt 20 gleich. Auch nicht schlecht. Damit holen wir Jet Fuel. Dann können wir in der Zwischenzeit noch ein paar Ethanolkristalle herstellen. Dann haben wir bald unser super teures Material aus Rotarycraft. Um die Turbinen herzustellen. Das ist super. Jetzt frage ich mich nur, wie viel gehört da rein? Wie viel kann da rein? 8000 kann da rein. Machen wir mal 2000 rein. Wie viel haben wir? 27.000. Okay, dann machen wir mal 2000 Millibucket Jet Fuel rein und schauen, wie weit wir damit kommen. Eins. Kann natürlich sein, dass er zum Anlaufen eine Menge braucht. Aber dann holen wir uns halt nochmal schnell was. Weil den Großteil würde ich gerne für die Turbinen selbst aufbewahren, damit wir dann unseren Bedrock Breaker abbauen können. Genau, 2000. Und die. Ah ja, Temperatur. Okay, also der muss wirklich erst aufheizen. Wir haben ja hier Blaze drinnen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr Blaze Powder holen zur Sicherheit. Und hier vielleicht noch irgendwie ein Zeppling rein. Weil der Blaze Powder ist ja der Katalysator. Blaze Powder. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt zu wenig hätten nach der Farming-Tour. Machen wir nochmal 20 oder sowas rein. Und hier sind jetzt Ethanolkristalle. Ich hoffe, das reicht. Das haben wir auch, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel sich da verbraucht, aber wir werden es ja gleich sehen.
Und zwar als erstes, indem wir hier noch mehr Blaze. Okay, davon haben wir genug. Und dann Ethanol-Kristalle. Das hält jetzt für 12 Minuten? Ja, okay, 12 Minuten ist gut. Oh, hier tut sich was. Das wird heiß. 600 Grad, 700 Grad. Sehr gut. Ha, es funktioniert, es funktioniert. 800 Grad. Ja, geil. Und können wir hier jetzt in diesen HSLA-Stil eigentlich auch herstellen? Ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen, dass das gehen müsste. Oder auch nicht? Fragezeichen. Das ist schon alles. Okay, wir können Sachen. Ah, Iron Ingot. Iron Ingot stand da gerade. Okay. Weil wir haben jetzt viel zu viel Energie da reingemacht. Deshalb würde ich gerne hier Iron Ingots reinwerfen für den HSLA-Stil, um hier keine Energie zu verschwenden. HSLA. Ach nee, ich brauche ja Iron. Erstmal Iron Ore 63 für die Smeltery und dann Stack für den Furnace. Dann vielleicht ein Lever, vielleicht können wir damit auch den Motor ausschalten, das wäre sehr schön. Lever. Weil 12 Minuten bei der Geschwindigkeit von dem Teil dauert das eh nie. Okay, der braucht noch ein kleines bisschen. Dann können wir hier noch das. Und was ich. Nein, ich depp das. Und was ich noch kurz holen wollte. Wir haben noch. Ich hoffe, wir haben noch was. Ist Obsidian. Weil. Ja. Weil wir können mit dem Furnace da auch Blast Resistant Obsidian bauen. Und das, glaube ich, brauchen wir für irgendwas. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gemerkt, dass ich das herstellen sollte, wenn es geht. So. Oh, wir haben kein Jet Fuel mehr. Krass. So, dann holen wir uns nochmal 1000. So, schnell da rein. Und wir holen uns gleich noch einen Eimer. Weil er zum Aufheizen ja auch was braucht. Also theoretisch braucht er scheinbar für 20 von den Dingern genau 2000. Nur er hat halt was zum Aufheizen gebraucht und drum kommt es nicht hin. Okay. Akzeptiere ich. Eisen. Ist er nicht heiß genug? 870. Nö, der macht nichts mit Eisen. Schauen wir mal. Was war da das Rezept? Irgendwie oben Eisen und unten Stahl, oder? Boah, krass, wir können sogar aus dem Dia-Helm die ganzen Dias wieder rausholen. Nicht schlecht. Aus einem Eimer. Ich meine, das ist ganz schön soweit. Genau, das hier will ich machen. Ach, wir können hier die Pferdedinger wieder ein. Das ist auch ganz gut. Aber, ja, wo ist das Rezept mit Eisen für Stahl? Da, Iron, Stahl. Hä? Jetzt habe ich's. Iron, Stahl. Warum geht das denn nicht? Ist das in der Config ausgestellt? Boah, wenn es ausgestellt ist, dann schalte ich das wieder ein. Ja, das ist wahrscheinlich ausgestellt. Boah, das ist so ein Krampf. Ah ja, genau. Und hier die Frage, kann ich das mit einem Lever irgendwie ausschalten? Offenbar nicht. Nö. Okay, also muss man sich vorher überlegen, wie viel Energie man braucht. Alles klar.
Finde ich zwar jetzt ein bisschen blöd, dass ich so viel Energie verschenke, aber hilft ja nichts. Gut. Dann können wir theoretisch erstmal schlafen, wenn irgendwann die Sonne untergeht. Perfekt. Und dann können wir die Turbinen bauen. Sehr schön. So, Turbine. Und zwar, wir brauchen 3 von den Dingern. So. Quatsch. 1, 2, 3. Ja, super. Und eigentlich könnten wir sogar 4 machen. Dann können wir zur Not noch eine große Turbine bauen. Irgendwann. So, einfach nur Vorrat. Und dann brauchen wir noch die ganzen Schaufelräder. Davon brauchen wir 3. 1. Das war eigentlich fast klar. Und wir haben keinen Stahl mehr. Gut, dann werfe ich noch einen Stack Eisen hier hinten rein. Beziehungsweise hier ist sicher auch inzwischen noch mehr. Genau. Dann machen wir hier noch ein bisschen Stahl. So. Sand, Kohle und Gunpowder braucht der, ne? Ja. Sand, Coal und Gunpowder. Perfekt. Von dem brauchen wir dann auf jeden Fall noch 2 in der Schmiede. Einmal den hier für Stahl und dann den anderen, der eben die Coke Coal macht. Genau, und der produziert jetzt den Stahl. Und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht unsere Triebwerke bauen. Und dann können wir hier irgendwo so, ich würde sagen da, das graben wir jetzt noch kurz frei, unseren Bedrock-Bohrturm bauen. Graben wir mal nicht so weit, sondern graben wir mal das hier frei. Und dann kommt hier irgendwo, kommen dann die Aggregate hin. Und ich würde sagen, hier ist dann das Loch. Das Loch zum Erdkern. Na, oder so ähnlich. Also von hier aus graben wir dann bis zum Bedrock runter. Hier geht dann der Weg auch weiter. Und geht dann hier so irgendwo, oder zumindest bis hier geht der Weg, dann zu unserer Bohrstelle. Ach schön, das wird langsam. Das freut mich. Gut, dann war's das für diese Folge. Und ich schmelze vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Stahl bis zur nächsten Folge, damit wir definitiv alles fertig kriegen. Und ja, dann schauen wir mal, wann wir Bedrock abbauen können. Also, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!